Sehr, sehr schön. Wir können noch mal ein bisschen was freischalten. Panzerungs-Upgrades. 5 von 5. Endlich. Aber das bleibt immer noch. Na denn. Historische Entdeckung. Von Projekt Feuergänger. Der Energieschub, der mit dieser Beschaffung des proteanischen Artefakts zusammenfiel, enthielt verschlüsselte Informationen. Die meisten Daten konnten wir nicht auffangen, aber was wir entschlüsselt haben, eröffnet uns neue Wege in der Forschung von Energieumwandlung und Biotik. Die Wissenschaft wird damit noch Jahre beschäftigt sein. Den Daten zufolge ist das Objekt derzeit inaktiv und stellt keine Gefahr dar. Allerdings fragen wir uns, ob Dr. Casey seine Geheimnisse gelüftet hätte, falls er mehr Zeit gehabt hätte. Wir werden seine Forschungsarbeit fortsetzen. Ein historischer Fund für die Menschheit. Gute Arbeit, Shepard. Na denn. Mal schauen, was sie damit anstellen werden. So, ich glaube, wir sind dann auch mit dem kompletten System hier durch. Sieht so aus. Auf zum Massenportal. Treibstoff. Und Drohnen auffüllen. Sonden. Komme ich auf Drohnen? So. Wir haben noch ein einziges System mit 0% und das ist der Viper-Nebel. Dr. Kanzeretten. Kanzeretten. Dann wollen wir da mal hin. Und Dr. Kanzer mal retten. Ach du Scheiße. Hier ist viel. Bahak. Wer kennt ihn nicht? Bahak Obama. Bin der Einzige, der zuschaut. Weiß ich gar nicht. Keine Ahnung, ich habe gerade die Zuschauerliste nicht offen. Bastuda. Die Infrastruktur des Wasserstoff-Helium-Gas-Giganten Bastuda sammelt Helium-3 und wird von militärischen Raumstationen beschützt. Es gibt unzählige Spionagesatelliten, die sowohl nach unerwünschten Eindringlingen wie auch nach Flüchtlingen Ausschau halten. Edis Hinweis für Reisende: Die batarianische Hegemonie betrachtet jede Präsenz von Militärschiffen der Allianz im batarianischen Sektor als feindseligen Akt. Die Normandy SR-2 ist zwar ein unabhängiges Schiff, sieht aber der Normandy SR-1, einem Allianzschiff, sehr ähnlich. Der Einsatz von Tarnsystemen wird dringend empfohlen. Okay. Start der Sonde. Ist nicht viel auf diesem doch echt großen Planeten. Start der Sonde. Schon ist niedrig. Sonde gestartet. Sonde unterwegs. Starte Sonde. Sonde gestartet. Gebaut. Das ging schnell. So, dann haben wir. Ach, wir nehmen den einfach mit. Ein Niederplaneten. Urmula. Die Infrastruktur des Wasserstoff-Helium-Gas-Giganten Urmola erzeugt sowohl Helium-3 als auch Antiproton. Beide Treibstoffarten sind nur für Schiffe der Hegemonie erhältlich, weshalb Frachtschiffe vor Antritt ihrer Reise bei Bastuda andocken müssen.
Auf Urmola befindet sich eine größere Marinestation, deren Schiffe die Anlage von Feinden von außen und innen schützen. Wie bei den anderen Planeten in diesem System sind auch hier Spionagesatelliten allgegenwärtig. Edis Hinweis für Reisende: Die batarianische Hegemonie betrachtet jede Präsenz, und das haben wir schon gelesen. Sonde unterwegs. Sonde unterwegs. Sonde unterwegs. Starte Sonde. Sonde gestartet. Unterwegs. Und abgebaut. Sehr gut. Das System scheint schnell durch zu sein. Also zumindest was das Abbauen und Erforschen angeht. Weil das ist auch. Hier ist auch nicht viel los. Yunaka. Yunaka ist ein kleiner Gesteinsplanet mit einer dünnen Atmosphäre aus Kohlendioxid und Kohlenmonoxid. Es gibt große Metallvorkommen, aber wegen der Subventionierung durch die Hegemonie ist der Bergbau auf Aratod für batarianische Unternehmen profitabler. Der Planet wird von wenigen alten Spionagesatelliten umkreist, die nach unlizenzierten Bergbauanlagen Ausschau halten. Edis Hinweis für Reisende kennen wir. Hier ist hoch. Sonde gestartet. Starte Sonde. Starte Sonde. Yunaka. Sonde unterwegs. Starte Sonde. Starte Sonde. Sonde gestartet. Oha. Sonde gestartet. Mittel? Niedrig. Hast direkt umgesprungen. Sonde gestartet. Abgebaut. Sehr gut. So, dann haben wir da noch was Kleines. Hier drin ist nichts. Vorletzter Planet. Oh, wir sind bald durch. Plogon. Plogon ist ein Treibhausplanet mit einer dichten Atmosphäre aus Methan und Ethan und wurde von der batarianischen Hegemonie bislang kaum erschlossen. Wie viele andere Planeten der Batarianer wird er von Spionagesatelliten umkreist, die nach Piraten und anderen Staatsfeinden Ausschau halten, die auf dem Planeten die Antriebskerne ihrer Schiffe entladen wollen. Voll der Überwachungsstaat, diese Batarianer. Alter Schwede. Welcome in Japan. Nein, China, Entschuldigung. In China. Welcome to China. Starte Sonde. Sonde unterwegs. Sonde gestartet.
Starte Sonde. Sonde unterwegs. Niedrig. Immer noch niedrig. Würde sagen, das ist der letzte. Sonde unterwegs. Ja. So, dann haben wir nur noch einen einzigen Planeten. Und das ist Aratod. Wie der Mount Everest in einem Ofen. So hat John Grissom Aratod beschrieben, als er bei einer Erkundungsmission für die Allianz herausfinden sollte, ob die Gartenwelt es wert war, mit den Batarianern auf Konfrontation zu gehen. Sein Team kam letztendlich zu dem Schluss, dass Luftdruck und Sauerstoffgehalt des Planeten für eine Besiedlung durch Menschen im großen Stil zu niedrig waren. Dadurch wurde ein politischer Streit zwischen den Batarianern und dem Komitee für bewohnbare Welten des Zitadellrats beendet, der fast ein ganzes Jahr gedauert hatte. Seitdem hat die batarianische Hegemonie fast schon unauffällig die Polarregion des Planeten kolonisiert, wo die Hitze infolge schwerer Regenfälle erträglich ist. Das Ministerium für Informationskontrolle der Hegemonie hält nähere Informationen über die Kolonie streng geheim. Aber einiges ist doch bekannt geworden. Es ist eine groß angelegte Operation zur Steigerung des Sauerstoffgehalts im Gange. Facharbeiter setzen kontinuierlich Cyanobakterien in den Ozean frei und bepflanzen die bewohnbaren Zonen mit invasiven Pflanzenspezies. Sklaverei existiert hauptsächlich in der ausgedehnten Bergbauindustrie des Planeten, die reichen Vorkommen an Eisen und Schwermetallen abbaut. Der Allianz-Geheimdienst hat außerdem bestätigt, dass es in der Kolonie mehrere militärische Anlagen der Batarianer gibt, was angesichts der relativen Nähe des Planeten zum lokalen Cluster der Erde und dem Exodus-Portal durchaus als bedrohlich zu werten ist. Zur Infrastruktur gehören zahlreiche Satelliten und einige Raumstationen. Okay, Edis Hinweis, den kennen wir. Wir können darauf landen. Wir landen auf dem Planeten. So, 0 Punkte. Wer hätte es gedacht? Alleine? Achso. Ich gehe da alleine drauf. Okay, spannend. Dr. Kell zu retten. Dr. Amanda Kansen. Wer kennt ihn nicht, den Amanda? Leistungsrelais, Energieversorgung abschalten. Achso, ich dachte, der muss hier runter eigentlich. Achso, ich dachte, die muss da runter, aber okay. Wir schalten das Ding mal auf Elektronik um. Und dann schauen wir mal, was hier gegebenenfalls für Gegner rumlungern. Warte doch auf. Wie frech. Ui, okay. Sind das nicht diese Haustiere, die Klingonen, wollte ich gerade sagen. Wie heißen die denn noch? Die Kroganer haben? Varen, die Batarianer schicken ihre Gefangenen bestimmt nur zum Sterben herunter. Ich muss Dr. Kansen rasch finden. Okay.
Aber wieso sind die alle tot, die ganzen? Wie sagte er, Varen? Ganz schön runtergekommen. Selbst für ein Gefängnis. Er sagt ganz schön runtergekommen, selbst für ein Gefängnis. Das ist ja nett. Hände weg. Okay. Da geht's anscheinend wirklich lang. Von hier kam ich. Gut. So. Ich glaube. Ich weiß gerade überhaupt nicht, wo es lang geht. Als nützlich erweisen. Oh, schön. Wir werden doch mal hier oben lang gehen. Sie wollten mit einem Asteroiden das Machtportal ran. Geht das überhaupt? Wir sind doch da oben. Alter. Geht das überhaupt? Ihr gottverdammten Kroganer. Wie komme ich da durch? So, nee, warte mal, von hier kam ich. Okay, ich muss doch oben erstmal lang. Okay. Ich habe gedacht, ich kann doch hier unten lang, aber ich habe mich getäuscht. Okay, da waren wir drin. Dann gehen wir doch hier oben erstmal lang.
einen Menschen zu verhören, ist Zeitverschwendung. Ja. Iridium. Ah, okay, jetzt bin ich hier unten wieder, okay. Jetzt hier irgendwo lang? Achso, jetzt hat er hier. Ah, jetzt hat er hier die Barriere weggenommen. Okay. Da ist eben einer reingegangen. Richtig. Kollegium gibt es hier nicht, unter Verbrechern. Da kommt ein Shuttle rein. Underworld. Okay. Ich habe gehört, in dem Asteroidenwürfel wurde ein Artefakt gefunden. Glaubst du, die Menschen haben es? In dem Fall wären sie bereits in Schwärmen gekommen und hätten überall Fähnchen aufgestellt. Ich hoffe, ich komme wieder hoch. Hey. Das Abhören der Kommbaken zahlt sich aus. Wir haben eine Nachricht an die Allianz abgefangen, die von irgendwo im Asteroidengürtel kam. Wir haben mitgehört, bis wir erfuhren, dass ein Mensch namens Kenson Maschinenteile und Lenksysteme von Omega in System schmuggelt. Wir haben Kensons Schiff abgefangen und sie und ihre Leute in Gewahrsam genommen. Das Verhör hat bisher nur hysterisches Geschwafel ergeben. Okay. Ah, deswegen kann ich das freischalten. Okay, ich muss rumrennen. Sehr schön. Okay.
Okay. Wenn ich Reaper höre, bin ich nicht begeistert. Wer sind Sie? Hat gegen Helm geschlagen. Was machen Sie da? Dr. Canson, ich bin Commander Shepard. Ich bin hier, um Sie rauszuholen. Commander Shepard? Ich habe gehört, dass Sie leben. Hackett muss meine Nachricht erhalten haben. Wir sind hier nicht sicher. Können Sie gehen? Mir geht es gut. Geben Sie mir eine Minute. Wir müssen los. Jetzt. Wenn wir eine Konsole finden, hacke ich das Sicherheitssystem und schaffe uns einen Fluchtweg. Na denn. Dann sollten wir eine suchen. Los. Bereit. Alter. Ja, So, hier hinten kann ich durch, okay. Das ist ein Zellenblock. Hier irgendwo müsste eine Sicherheitskonsole sein. Gerade auf mich geschossen. Zugang ist beschränkt. Geben Sie den Autorisierungs- Ah, okay. Da ist die Sicherheitskonsole. Würde ich zumindest sagen. Okay, dann gehen wir da rein. Nimm halt die hier. Gar kein Problem. Sie wissen, dass wir hier sind. Beschäftigen Sie sie, während ich uns einen Ausweg freihacke. Einsatzteam zum Zellenblock, sofort! Ich sehe auf der Seite... Nee, doch nicht. Das ist ein Ventilator. Sind, damit sie draußen bleiben. Sie kommen durch die hintere Tür. Verriegeln! Was? Schließen Sie die Tür! Sie kommen von unten rauf! Andere Seite! Los! Alter. Ich bringe dir alle Türen zum Hangar. Ich
brauchen noch mehr Zeit. Ups, falsche Taste. War zu nah dran. Trage ihr Verfolgungsnetzwerk im Orbit runter. Achten Sie auf die andere Seite. Weitere Feinde in den Aufzügen. Uns runter. Ist gleich soweit. Ja, bitte, junge Dame. Das war's. Los geht's. Endlich. Türen sind verriegelt. Die müssen wir auf die altmodische Art öffnen. Nee. Überlassen Sie das mir. Genau, ich mach das. Munition, da. Und rein da. Und weg. Wie nett. Sehr, sehr nett war das. Aktiviere Autopilot. Wir müssten längst aus Ihrer Reichweite sein, wenn Ihr Sicherheitssystem wieder online ist. Sie glauben, die werden Sie verfolgen? Ich gehe kein Risiko ein. Batarianer mögen keine Menschen, die ihre Massenportale zerstören wollen. Dann sind die Vorwürfe gegen Sie also wahr. Nun, um ehrlich zu sein, ist das nur die halbe Geschichte. Meine Leute und ich wollten Gerüchten auf den Grund gehen, dass im Außenbereich dieses Systems Reaper-Technologie zu finden sei. Ich nehme an, Sie haben etwas gefunden. Wir haben einen Beweis gefunden, dass die Reaper in diesem System ankommen werden. Und dann werden sie sein Massenportal benutzen, um durch die Galaxie zu reisen. Wir nennen es das Alpha-Portal. Von hier aus können die Reaper überall in der Galaxie einfallen. Also haben Sie beschlossen, es zu zerstören. Genau. Das würde die Reaper-Invasion verhindern. Selbst mit ULG würde es Monate oder Jahre dauern, bis sie das nächste Portal erreichen. Wir haben etwas geplant, das wir nur das Projekt nennen. Wir wollen einen Asteroiden, der in der Nähe liegt, in das Portal lenken und es zerstören, bevor die Reaper hier sind. Die Explosion würde natürlich mit großer Wahrscheinlichkeit das gesamte System vernichten. Oha. Wie wollten Sie denn einen Asteroiden in ein Massenportal lenken?
Um einen Asteroiden zu bewegen, braucht man nur Schub und ein Lenksystem. Und beides ist in den Bergungslagern von Omega erhältlich. Mit genügend Energie und der richtigen VI zur Steuerung muss man nur noch zielen und abdrücken. Ah ja. Ich dachte immer, Massenportale seien unzerstörbar. Das habe ich auch gehört. Aber vermutlich nur, weil niemand herausfinden will, was geschieht, wenn es tatsächlich dazu kommt. Und, naja, wir hatten vor, einen kleinen Planeten mit hoher Geschwindigkeit in das Ding zu jagen. Unseren Berechnungen zufolge müsste das mehr als ausreichen. Oh, ist aber gefährlich. Ist das Projekt noch einsatzfähig? Ich denke schon. Wir standen einen Knopfdruck vor dem Auslösen, als die Batterianer mich verhaftet haben. Okay. Warum glauben Sie, dass eine Zerstörung des Massenportals das gesamte System vernichten würde? Massenportale sind die stärksten Masseneffektmaschinen in der bekannten Galaxie. Die Energie, die bei der Zerstörung eines Portals frei wird, entspricht vermutlich einer Supernova. Dieses System ist zwar abgelegen, aber in der Kolonie, wo wir festgehalten wurden, leben knapp über 300.000 Batterianer. Die Explosion würde sie ohne Zweifel ausnahmslos töten. Nicht geil. Wie wurden sie verhaftet? Wir haben Raumschiffteile von Omega eingeschmuggelt, Triebwerke, Lenksysteme, einen E-Zero-Kern vom Zubehörmarkt. Den Batterianern kam das verdächtig vor. Vor einigen Tagen unternahm ich mit ein paar Männern einen Spähflug. Und die Batterianer haben sich auf uns gestürzt. Unsere tatsächliche Basis haben sie nie gefunden. Okay. Brauchen wir Beweise. Ich verstehe immer noch nicht, wie sie von dieser angeblichen Invasion erfahren haben. Der Beweis stammt von dem Reaper-Artefakt, das wir bei den Asteroiden in der Nähe des Portals gefunden und Objekt Roe genannt haben. Wenn wir zurück in der Arcturus-Station sind, erkläre ich alles und gebe Ihnen Kopien von all unseren Notizen über das Artefakt. Okay. Was macht ein Reaper-Artefakt auf einem Asteroiden? Wir wissen es nicht. Sein Zweck ist uns unbekannt. Manches ist einfach zu alt oder zu groß, um es zu begreifen. Selbst ein Reaper, der seit Jahrtausenden tot ist, enthält noch Energie. Ihre Artefakte müssen studiert werden, ungeachtet ihres Zwecks. Okay. Weshalb genau stellt das Reaper-Artefakt einen Beweis für eine bevorstehende Invasion dar? Es hat mir Visionen von der Ankunft der Reaper gezeigt. Ungefähr so wie ihr proteanischer Sender, vermute ich. Die Reaper kommen, Commander. Da bin ich mir ganz sicher. Ich verstehe noch nicht, warum sie das aussehen konnte. Okay, Indoktrination. Also ich meine, wir haben so einen Sender ja auch nur verstanden, indem eine Asari uns im Kopf ein bisschen rumgefuscht hat, ne? Also ich weiß nicht. Wenn sie in der Nähe eines Reaper-Artefakts arbeiten, wieso wurden sie dann nicht indoktriniert? Wir waren extrem vorsichtig. Wir wissen, womit wir es zu tun haben. Sie reden hier nicht mit einem Kind, Shepard. Ich habe gesehen, was die Sovereign auf der Citadel angerichtet hat. Glauben Sie mir, ich weiß, was auf dem Spiel steht. Na, trotzdem sein. Ich meine, ein Saren hat's ja auch nicht gemerkt, ne? Es steht zu viel auf dem Spiel. Wenn Sie deshalb bereit waren, ein ganzes System zu vernichten, will ich Ihren Beweis sehen. Dagegen kann ich wohl nichts sagen. Geben Sie mir einen Moment. Kenson an Projektbasis. Ich will Ihre Stimme zu hören, Doktor. Kommen Sie nach Hause? Positiv. Und ich bringe Commander Shepard mit. Shepard? Wirklich? Machen Sie das Labor sauber. Der Commander will sich das Artefakt ansehen. In Ordnung. Ich bereite alles für Ihr Eintreffen vor. Projektbasis Ende. Hey, sauber machen? Alles klar. Lehnen Sie sich zurück. Wir sind bald da. Klingt spannend. Machen Sie sauber. Ah, ich glaube nicht, dass es echt ist.